Lunic ist der, der den Eckstoß treten wird. So, das ist das Tor. Da ist das Tor, da ist die Führung für die Stuttgarter. Daniel Gitzig macht die 18. Minute. Wenn man den da so zum Schuss kommen lässt, in einem Strafraum, dann weiß man, dann ist kein Kraut mehr gewachsen. Schauen Sie, er hat mehr als den Riecher, das ist natürlich unglaublich schlecht verteidigt. Auf dem Niveau geht das gar nicht. Und diese wunderbare Einladung da von Rafa Navarro. Und Zieler muss kommen. Nicht ideal, was er da macht. Nicht ideal, was er da macht. Und daraus entsteht dann der Ausgleich. Thomas Zieler, Ron Robert Zieler. 24. Minute, 1:1. Ja, nimmt man die Glückwünsche entgegen. Fabian Ruiz ist der Torschütze. Aber unser Augenmerk gilt zunächst einmal der Zeitlupe. Da steht er dann relativ weit vor dem Tor, kann nichts mehr machen. Robert Ziel. Nächste Chance, Betis. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Und Lengerweg schimpft. Und es ist die 53. Minute. Und es steht 1:2 aus Sicht des VfB Stuttgart. Aber jetzt werden die Kritiker wieder Nahrung bekommen. Hier schauen wir dann auf die Vollendung des Treffers. Davor Baumgartel nicht ideal. Und dieses Mal.